Tamam. Aber weißt du, was dein Problem jetzt ist? Ja, wuzik, ja, werek. Ja, weri, ja, eri. Ja, piçin evladı, pezevengin çocuğu. Weißt du was? Das Problem danach ist? Dass ich jetzt Kennenlernphasen habe und die ganzen Leute die Geschichte kennen. Jeder, der mich kennenlernt, weiß, ich bin ein TikToker. Jeder, der mich kennenlernt, weiß, dass du ein Wuzig bist. Jeder, der mich kennenlernt, der weiß von Anfang an, was mit was für Eris ich zu tun habe. Und jeder, der mich kennenlernt, der merkt, was für eine süße Maus ich bin und ihr alle mich nur hatet, weil ihr nicht an mich rankommt. Ja, Wuzig! Ja, Weri, ja, Eri! Ja, ich weiß, Zelda, danke schön, ich küsse dein Herz. Versteht ihr? Und trotzdem lieben diese Menschen mich. Egal, was du im Internet erzählst, du was ich angeblich hätte ich dich betrogen. Lan, wallah, billah, hätte ich dich betrogen, ja. Du hast verdient, betrogen zu werden. Dankeschön, Samira. Du hast verdient, betrogen zu werden. Scheiße, dass ich dich nicht betrogen habe. Hätte ich dich betrogen, dann wäre ich dich vielleicht losgeworden. Du hast das verdient, betrogen zu werden. Du hast jeden Tag nach Alkohol gestunken aus deinem Maul. Ich wollte dich gar nicht in meine Nähe lassen. Wallah, Yad Kalk, bete zu Gott, dass ich dich nicht betrogen habe. Yad Kalk, bete zu Gott, dass ich dich nicht betrogen habe. Ja, Wizard. Eigentlich hast du es verdient. Eigentlich hast du es verdient, ne? Autsch, dieses Thema, ciao, Kaka. Ja, Allah. Er ist einfach nicht meine Liga, ja. Es ist mir halt bewusst geworden, so nachdem ich meine Tochter bekommen habe. Aber ich habe meinen Sohn gebraucht im Kampf gegenüber meiner Schwiegermutter. Ich sag euch ehrlich, hätte ich nicht noch meinen Sohn bekommen, dann hätte ich meine Tochter verloren. Aber solange mein Sohn da ist, bleibt meine Tochter auch bei mir. Einfach nur, weil sie sieht, wie viel Liebe ich in mir habe. Versteht ihr? Sie kann sich nicht ganz verschließen, weil die Eifersucht auf ihren Bruder sie zu mir bindet. Ja, sie ist eifersüchtig, weil ich den Bruder so liebe und ist immer an mir trotzdem interessiert. Und so einen Fuß lässt sie immer in der Tür, weil sie sieht, wenn er mich zurückliebt, dass ich ihn noch mehr liebe. Versteht ihr, wie ich meine? Ich habe einfach diesen Jungen deswegen gebraucht. Jeder fragt mich, warum hast du ein zweites Kind gemacht? Ich habe das zweite Kind gemacht, um mein erstes Kind nicht zu verlieren an meine Schwiegermutter. Weil sie unbedingt eine Tochter haben wollte und meine Tochter versucht hat, mir wegzunehmen. Nach einem Jahr, direkt ein Jahr, war ich schwanger mit meinem Sohn. Ich war am Abitur machen. Welcher Mensch bricht seine Schule ab und bringt dein Kind zur Welt? Jeder wird doch abtreiben. Jeder wird abtreiben und seine Schule machen. Aber mir war meine Tochter wichtiger als meine Schule. Versteht ihr? Deswegen habe ich meinen Sohn behalten, habe mir gedacht, scheiß auf die Schule. So halt. War mir halt wichtiger. Ich glaube, der Fehler war es einfach, mein erstes Kind zu behalten. Alle haben gesagt, treib ab. Ich habe gesagt, das ist ein Lebewesen. Das passiert, obwohl ich die Pille genommen habe und so, das muss schon was heißen. Lass mich in Ruhe, ihr gönnt mir mein Glück nicht. Ich war voll dumm, ich war 19 Jahre alt. Ich war wie ein... Lass mich in Ruhe, ihr gönnt mir mein Glück nicht. Ich war voll dumm, ich war 19 Jahre alt. Ich war wie ein Kind. Wallah, ich war wie ein Kind, Leute. Ich war einfach ein kleines Kind. Ich wusste nicht, wo vorne hinten ist. Ich wusste nicht, was richtig, was falsch ist. Dankeschön. Danke, Angie. Ich war noch sehr jung. Ich konnte die Schule nicht weitermachen, weil ich habe mich immer übergeben und so. Das war voll die schwierige Schwangerschaft. Ich hatte keine Kraft. Ich habe mich bestimmt 10-mal am Tag übergeben. Ja.
Ja, auch doch euch allen geht's gut. Ja, es geht aber nicht uns allen gut. Ich kämpfe dafür, dass es allen gut geht, aber uns geht's nicht gut. Ich vermisse meine Kinder, mein Sohn vermisst mich, meine Tochter ist psychisch krank geworden durch die Oma. Uns geht's nicht gut. Und alles, weil dieser Haarsohn nicht mit der Trennung klarkommt. Alles, weil dieser Haarsohn mit der Trennung nicht klarkommt. Alles nur, weil ich ihn verlassen habe. Ich habe letztens einen Beitrag gepostet. Da sagt eine Frau, viele Frauen trennen sich nicht, weil sie Angst haben, dass sie es nicht auf den eigenen Beinen schaffen. Wisst ihr, wie lange diese sieben Jahre bin ich nur mit ihm zusammengeblieben, weil ich wusste, dass sobald ich mich trenne, er mir nur Probleme machen wird. Aber irgendwann war diese er macht mir Probleme genauso groß wie die Probleme, die ich durch ihn hatte. Und dann dachte ich, habe ich so angeguckt, ich habe gesagt, ey, die Probleme habe ich, weil ich mit ihm zusammen bin. Und das sind die Probleme, die er mir machen kann. Was ist jetzt schlimmer für mich? Dann habe ich mir gedacht, scheiß drauf, Bruder. Ob du jetzt mit diesem Problem kämpfst oder mit ihm und seiner Familie kämpfst, ist das Gleiche. Und dann habe ich so weggeschmissen, so wie ein Stück Müll. Ich habe gesagt, nein, ich will dich nicht. Seine Tante ist gekommen, hat mit mir geredet. Ich habe nein gesagt. Sein Vater ist gekommen. Ich habe gesagt, nein, es gibt nichts mehr zu reden. Ich mache nicht mehr mit Wanda. Ich habe genug gegeben. Ja, er wird sich ändern. Er wird kein Alkohol mehr trinken. Das sagt er seit 7 Jahren. Seit 7 Jahren will er aufhören, Alkohol zu trinken. Ich am Wochenende trinkt oder so, ist okay, ne? Solange ich nicht trinken muss, kann er machen, was er will. Er darf rausgehen mit seinen Freunden, alles machen, Wallah. Solange er mich nicht runterzieht und mich nicht damit reinzieht oder mich nicht fertig macht, wenn ich nicht mitkommen will, will ich nicht mitkommen. Warum zwingst du mich dazu? Wenn ich nicht mit zu so einer Party kommen will, wo du hingehst, dann lass mich doch einfach. Ich mag keine Partys. Ich mag nicht Alkohol zu trinken und auf irgendwelchen Partys zu tanzen. Einmal im Jahr vielleicht, tamam, habe ich auch mal Bock mitzukommen, aber ich muss nicht jede Wochenende feiern gehen. Versteht ihr, was ich meine? Vielleicht einmal im Jahr so, wenn es mir richtig so danach ist, mache ich das. Aber so, zieh mich doch nicht runter. Wenn du kiffen willst, kiff draußen, keine Ahnung, rauch dein Joint, aber wenn du zu Hause kommst, hab einen klaren Kopf. Ich brauche nicht einen besoffenen, bekifften Mann zu Hause als Vater für meine Kinder. Ich brauche einen Mann, der einen klaren Kopf hat, der seine Familie beschützen kann, der für seine Familie im Guten handeln kann und denken kann. Was will ich mit einem Junkie, der nicht mal weiß, wo vorne und hinten ist, weil sie besoffen, bekifft auf Drogen ist? Brauche ich nicht. Oder wenn du kiffen willst, kiff einmal im Monat mit deinen Freunden, geh raus, kiff dir die Birne zu, bis geht nicht mehr kommen. Wisst ihr, was ich meine? Oder wenn du trinken willst, trink am Wochenende, geh mit deinen Freunden weg, trink, mach was du willst. Aber was willst du von mir, wenn ich mit dir streite, dass du das jeden Tag tust? Oh, es hört auf, mir die ganze Zeit zu sagen, ich will mich jetzt darüber auskotzen, ich kotze mich jetzt darüber aus. Der ist doch auch live gegangen, hat Scheiß über mich gelabert. Ich habe das die ganze Zeit ignoriert, oder nicht? Jetzt, ich will mich auskotzen. Das ist in mir eine Wunde. Nein, Niklas, ich will euch alle nicht als Mann nehmen. Ich will niemanden als Mann nehmen. Ich will nicht. Dass ich Interesse an einem Mann, wisst ihr, an welchen Männern ich Interesse habe? Walla billa, ein Mann. Zum Beispiel ein Mann, der meine Streams guckt, automatisch finde ich den unsympathisch. Ich weiß nicht warum. Wenn er einfach so mal meinen Stream, wenn er mich supporten würde, würde ich den vielleicht so noch interessant finden, weil er unterstützt mich ja in etwas, was ich tue, was ich erreichen will. Er unterstützt mich in meinem Ziel, dass ich zum Beispiel in die Rangliste will oder so. Dann macht er sich wieder, aber ein Mann, der so mal meinen Stream guckt und wie so eine Frau wird kommentiert, Walla, der interessiert mich nicht, dann soll er gar nicht meinen Stream gucken. Dann ist er sogar interessanter für mich. Walla billa, alle Männer, mit denen ich gerade Kontakt habe, schauen nicht meine Streams. Die wissen, dass ich streame, die kennen meine Geschichte. Ja, el Türke öyle deme. Sen hiç olmazsa 2-3 gül gönderiyorsun moruk. Yapma böyle. Yani so
Und wenn die sagen, ey, ich komme jetzt rein, ich gucke deinen Stream, ich sag, guck nicht, ich will nicht, dass du meinen Stream guckst. Ich will nicht, dass du meinen Stream guckst. Ja, nee, die gucken meinen Stream, aber die reden nicht darüber mit mir. Ich hasse Männer, die mit mir über meinen Stream reden. Ich hasse es. Ich hasse Männer, die mich wie ein Star behandeln. Behandeln mich wie Güler, nicht wie Gigi. Weil Gigi ist nur das, was ich im Internet bin. Und dahinter gibt's auch eine Güler. Versteht ihr? Ich will als Güler behandelt werden von dem Mann, nicht als Gigi. Ja, Kathi, dann geh wieder zurück in Frauenhaus. Was willst du von mir? Dankeschön, ja? Lol, TikTok, dankeschön. Dann geh zurück in Frauenhaus, hol dir Hilfe. Oh, Miko, mein Löwe, mein Bär. Wo bist du denn? Wallah, Miko, du hast mich im Stich gelassen. Mein Herz hat das gemacht, Miko. Miko, du hast mich im Stich gelassen. Miko, du hast mich im Stich gelassen. Mein Herz hat das gemacht. Das. Wo warst du? Jeden Tag habe ich gesagt, wo ist Miko? Wo ist Miko? Ach, Miko, ach, hat Level 27 ohne mich erreicht. Wo hast du gespendet? Ne? Wo hast du diese Level 27 gemacht? Ach, Miko, ach. Schön, dass du da bist. Freut mich, dich wiederzusehen. Dankeschön, Green Eyes. Ich liebe dich einfach. Dankeschön, Bella Patron. Ja, private Probleme. Hast dich woanders verliebt, bist jetzt wieder zurückgekommen. Dankeschön, Leute, TikTok. Wallah, ich folge dir, Lan. Du bist, ah, das ist ja Teddybär, Lan. Ja, wuzig. Ich bedanke mich gerade bei Teddybär, ja, wuzig. Denk mir, wer ist dieser Leute, TikTok? Das ist ja Teddybär. Dankeschön, Denise. Gamsim ist ein Bär. Lack, wuzig, hör auf, mir Geschenke zu schicken, geh raus. Geh raus, wuzig. Würdest du mir eine Chance geben, dich kennenzulernen? Schick Löwe. Walla, schick Löwe, guck mal, ich bin Rangliste, Platz. Welcher Platz bin ich denn? 67. Schieß mich unter die Top 10, Walla, ich gebe dir eine Chance. Dankeschön, Green Eyes. Der war doch nett heute Nacht. Ja, trotzdem, wuzig. Lacht nicht, Morot! Warum soll ich denn einfach so eine Chance geben? Warum? Der soll mich erst unterstützen. Bei Universum können wir direkt heiraten, ja. Okay, ich werde nochmal. Okay, ich werde noch machen. Nicht nur ein, fünf. Schick Universum, Niklas Hellas. Schick Universum, dann steht unsere Namen da zusammen. Niklas und Chichi. Wow. Dann sehen alle, dass ich Universum bekommen habe. Oh Mann, die platzen. Alle meine Hater platzen. Boah, weißt du, wie die platzen, wenn ich ein Universum bekomme? Die werden rumheulen, richtig so. Die hat Universum bekommen. Boah, das wäre zu krass. Voila, nur damit die platzen. Nur damit die platzen. So eins, einer reicht, voila, einer reicht. Sowieso jedes Mal, wenn Universum kommt, alle gaffen da hoch, so, wow, der hat Universum bekommen, wow. Nur ein Universum da oben, so. Chichi, wie die platzen werden, die werden rumrollen. Hallo Ramona, mein Löwe, mein Bär. Wie geht's dir, mein Schatz? Damit die einfach rumrollen. Die wollten mich runtermachen, die machen mich jeden Tag runter. Ich will jeden Tag noch mehr nach oben. Ich wünsche mir jeden Tag noch mehr nach oben zu kommen. Je mehr die auf mir rumtrampeln, desto mehr wünsche ich mir nach oben zu kommen. Und ich weiß, das wird passieren. Früher oder später. Guck mal, was der schreibt. Der sagt, träum mal nicht. Lack, träum du nicht. Träum du nicht. Na, lass mal, Ramona, sie hat diesen Monat alles schon. Die hat diesen Monat schon so viel gemacht.
Ich warte auf den Tag, bis ich Universum bekomme. Guck mal, McLovin sagt niemals, weil er jetzt auf deinen Kopf ein Universum nennt. Jetzt auf deinen Kopf ein Universum. Ich schwöre, ich würde so laut schreien vom Fenster. Ich würde richtig schreien. Allein nur für diesen Satz niemals, ne? Einer wird, eines Tages wird kommen. Sadek, ich habe auch im letzten Monat 3 Löwen bekommen. Diesen Monat habe ich schon einen Löwen bekommen. Wer einen Löwen schickt, kann auch ein Universum schicken. Wer, versteht ihr, was ich meine? Ein Löwe kostet 400, ein Universum 500. Was redest du? Der Tag wird kommen und ihr werdet alle platzen. Ganz einfach, ganz ehrlich, nur Ferhat könnte die Uni schicken. Ah! Wirst du sehen, Fäschel. 280 gehen davon an mich. Guck, Ramona sagt nächsten Monat wieder. Habt ihr gesehen? Guck mal, was Ramona sagt. Ich schick dir als nächstes Uni. Wusste nicht, dass du so sehr... Als ob, Teddy, als ob du mir ein Uni schickst, Moruk. Und dann mal 2. Boah, ich küsse doch dein Herz. Wallah, ich sag das nicht, dass du extra sagst. Hörst du, Bonab? Ich höre alles Mögliche, ja. Ich habe das nicht nur für dich gesagt. Wir reden einfach in die Allgemeinheit gerade. So, wenn Leute mich anfangen zu haten, zum Beispiel diese McLovin, ne? Kat, guck mal, lass doch die Leute mich in meinem Erfolg unterstützen. Warum versucht ihr immer die Leute, zu sagen, dass sie aufhören sollen oder so? Wie Chichi jeden blockt. Da dann soll ich dich auch blockieren, mach doch. Ich schick die einfach weg, ich hab keinen Bock auf die. Ich stumm die. Also Fake-Profile blockiere ich, ja, Fake-Profile. Pech gehabt. Die Leute unterstützen mich einfach in meinem Erfolg. Guck mal, ich bin diese Woche Rangliste Platz 60, mächtig und so. Nächste Woche bin ich Platz 20. Übernächste Woche vielleicht bin ich Platz 1. Ja, aber dann frag nicht, Kat. Wenn jeder machen kann, was er will, warum fragst du dann? Dann lass doch die Leute machen, was sie wollen. Ihr kommt jedes Mal in meinen Stream und versucht, die Leute ins Negative zu ziehen, damit sie mich nicht unterstützen. Jörg, schick ihr doch privat. Jörg, macht sie doch. Nein, ich will auf Platz 1. Morg, ich will es schaffen. Ich will unter die Top 10. Fertig. Ich will erfolgreich werden auf TikTok. Ich will jede Woche in die Rangliste. Dafür mache ich... Allah. Ich will, dass Leute mich unterstützen. Ich gehe arbeiten. Nein. Guck mal, wie die alle rumheulen. Ich beantworte nur von Fragen, die mir Herzchen, diese Herzchen gemacht haben. Nur diese Fragen beantworte ich. Wie spät haben wir? Oh mein Gott, wir haben schon 3. Ich muss schlafen gehen. Ich muss um 10 Uhr aufstehen. Ich habe nur noch 7 Stunden Schlaf. Sunshine. Dankeschön, Jana. Schaut mal, wer uns besucht. Hi. Leute, schaut mal die Welt. Hallo! Alles Babys! Hallo! Ich will schon einen Hund. Aber ich weiß, dass ich dann selten vernachlässigen würde, wenn ich einen Hund hätte. Oh, brauchst du auch viel Zeit dafür. Ja. Ich habe noch einen Hund frei. Mann, wie süß die sind, Leute! Also heute Abend weiß ich ganz genau, ob ich noch eins oder sogar zwei Mädchen dann frei habe. Das wären dann die beiden da hinten, die mit dem Roten ist bis heute Abend jetzt erstmal.